das Erbstück. Als sich sein Leben dem Ende zuneigte, sprach ein Vater zu seinem Sohn: Sieh diese alte Münze, dein Großvater hat sie mir einst geschenkt und er erhielt sie von seinem Vater. Sie ist weit mehr als 200 Jahre alt. Bevor ich sie dir nun weitergebe, geh zum Münzhändler in der Stadt und lasse sie schätzen. So weißt du, was diese Münze heute wert ist. Der Sohn fuhr in die Stadt und tat, wie ihm aufgetragen war, und kehrte dann zu seinem Vater zurück und sagte: Der Münzhändler hat mir 10 Euro geboten, mehr sei diese Münze nicht wert, meinte er. Der Vater erwiderte: Geh zum Pfandleiher und frage ihn, was er dir für diese Münze geben würde. Wiederum gehorchte der Sohn und kam dann zurück und sagte: Er hat auch 10 Euro geboten, Vater. Der Vater überlegte kurz und bat den Sohn: Geh ins Museum und zeige ihnen die Münze und frage, was sie wert sei. Freudestrahlend kam der Sohn später zurück und sagte zu seinem Vater: Sie haben mir 1 Million für diese Münze angeboten. Der Vater nickte lächelnd: Mein Sohn, ich wollte dir zeigen, dass Dinge und Menschen oftmals am falschen Ort nicht richtig geschätzt werden. Bleibe nicht an einem falschen Ort, nur um dich zu ärgern und dich verletzt zu fühlen, weil die Menschen deinen wirklichen Wert nicht anerkennen. Diejenigen aber, die deinen Wert kennen, werden dich auch schätzen und es dir zeigen. Bleibe nur mit solchen Menschen zusammen. Erkenne deinen eigenen Wert.